Da sind wir wieder ein bisschen verspätet. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Weil wir wollen das Ganze ja bis Neujahr durchhaben. Ja, ich muss gestehen, nach 3 Tagen weiß ich nicht mehr ganz sicher, wo wir waren. Aber nach der Seite, die ich hier aufgeschlagen habe, glaube ich, Zafrontia City. Oh, und ich habe vergessen, vollkommen vergessen, Kadabra und Plätzchen zu entwickeln. Was aber, denke ich, für heute nicht dramatisch ist. Noch sind wir nicht im Late Game. Das mache ich heute off-stream nach dem Stream. Damit ich es nicht wieder vergesse. Okay, ich denke, auch wenn das der Spieleberater nicht ganz klar ist, das erste, was er nennt, ist das Hauptquartier der Silphco. Und dann Mr. Psycho, das Haus der Nachahmerin, das Karate-Dojo, die Arena. Hier steht nicht drinne, dass wir erst nach Team Rocket in das Haus der Nachahmerin und zu Sabrina können. Das heißt, ich gehe jetzt einfach erst zum Mr. Psycho. Nicht, dass wir Psychokinese brauchen würden. Ach, egal. Halt, warte, sag nichts. Du suchst dies hier, oder? Rot erhält TM 29. Hi. Entschuldige, ich hatte den Chat auch noch nicht gesehen. Jetzt ist aber alles da, wo es hingehört. Ich weiß auch noch nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, dass ja im Moment überall Weihnachtsverkauf ist. Wir haben 5 neue Spiele auf der PlayStation. Ich habe 4 neue Spiele auf der Switch. Und auf Steam wollte ich gleich noch gucken, was da im Angebot ist. Mann, geh aus dem Weg. Also die Arena können wir nicht. Aber ins Dojo. Ja! Unbefugten ist der Zutritt zu unserem Kampfdojo verboten. Guck mal, er hat auch ein Plätzchen. Halte ich das für klug? Nein, halte ich nicht. Deswegen wechseln wir Schillock ein. Ja, nicht wahr? Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass wir alles streamen. Aber wenn ich mit Beyond Good and Evil fertig bin und sie bis dahin den zweiten Teil noch nicht rausgebracht haben, werde ich vermutlich Shenmue streamen. Nein, Panzerschutz wollen wir nicht lernen. Aber jetzt machen wir mit Kadabra weiter. Okay. Und, wie ist es?
Ich gebe auf. Und du sollst sehr gut sein. Beweise es mir. Das Problem an all dem Maschulus ist, dass Dick hier auch überhaupt keine Verteidigung hat. Das Gute an der KI ist, dass sie dumm ist. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur die erste Folge davon geguckt. Ja, das habe ich auch. Bei den Sachen, die ich im Angebot gekauft habe, waren der zweite Teil von Nexomon dabei. Den sie ja nicht als Handyspiel entwickelt haben zuerst. Und das ist ganz witzig bis jetzt. Ich meine, ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt das Tutorial hinter mich gebracht. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Ah. Geht dir aber echt weit jetzt. Ich glaube, ich habe auch nur eine ältere hier rumliegen. Ja, natürlich, Volltreffer. Das ist auch so. Naja, man sagt immer Pokémon-Klon. Und mit dem Intro sieht es aus, als wäre der Spieler der Böse, also der die Welt, den Untergang über die Welt gebracht hat. Weil irgendwie musst du wohl, oder gibt es wohl einen bösen Drachen, der die Welt vernichten will oder die Menschheit vernichten will, wie auch immer. Und deine Aufgabe ist wohl eigentlich, den aufzuhalten. Und so wie sich die Anfangsszene liest, bist du aber derjenige, der den Drachen eigentlich entfesselt hat oder so. Ich habe, wie gesagt, nicht ganz eine Ahnung, wo das alles hinführt. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Und es ist halt alles 2D. Es sieht aus wie Super Nintendo-Grafik. In bunter, aber. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Ziehe deine Schuhe aus, sagt mir die vierte von fünf Personen im Raum. Bei Pokémon, also abgesehen von dem, was wir jetzt hier machen, bin ich im Moment ein bisschen hin und her gerissen. Ich mache gerade Pokémon Ami für die Affection-Bänder, beziehungsweise ich habe es bei Koios gemacht und überlege jetzt, ob ich den Rest nicht auf Sonne und Mond mache, weil es schneller geht. Und ich brüte den Weihnachtsfisch auf Sonne. Also Ultrasonne. Ne, auf Sonne. Ich habe immer noch keinen Weihnachtsfisch.
Ich habe 3 Tage nicht großartig was anderes gemacht, als erst zu angeln und dann Eier auszubrüten. Und ich habe diesen dummen Fisch immer noch nicht. Das ist ein bisschen wie Flubby Bill. Ja, genau. Und sie haben sehr viele Pokémon-Referenzen da drin. Und ein Charakter, der sich bewusst ist, dass er in einem Videospiel ist. Das ist so witzig. Aber das Beste war der Typ, der sagt, Technologie ist Mist, warum können wir nur 6 Nexmon mit uns tragen? Diese ganz, ganz eindeutige Anspielung auf den Typen aus Alabastia. Ich hatte erst angefangen zu angeln, aber dieser dumme Fisch ist unglaublich selten. Und nach der ersten Kette habe ich glaube, 1,5 Stunden geangelt an dieser dummen Stelle. Und es ist kein Fisch mehr aufgetaucht. Und dann habe ich gesagt, ich brüte, weil auch die Wahrscheinlichkeit höher ist. Es ist zwar nicht mehr so massiv viel, aber die Kette musst du bis 50 Viecher ziehen, damit du die höchste Wahrscheinlichkeit hast. Gegenüber, naja, Masuda-Methode mit Shiny-Charm. Ich habe ein 5DV-Ditto. Dann kommt auch noch ein ganz hübsches Fischchen raus, hoffentlich. Das ich auf Schwert und Schild nicht benutzen kann, weil sie den Fisch hier nicht drin haben. Nein, ich möchte nicht wechseln. Und hier drinnen steht, wir sollen die Entscheidung zu Kikli oder Nocturne gut überdenken. Ich bin deiner Gnade unwürdig. Trotzdem flehe ich dich an, unser Emblem nicht als Trophäe mitzunehmen. Zum Ersatz gebe ich dir ein preisgekröntes Kampf-Pokémon. Wähle eines von beiden aus. Deswegen lassen wir sie einfach beide hier liegen. Was willst du noch? Hau ab. Ich muss ins Pokémon Center gehen, eins von meinen Viechern holen, das Kikli holen, zurück ins Pokémon Center gehen, das Kikli ablegen, mein Viech wiederholen. Nö. Wofür? So, wir haben festgestellt, zu Nachahmerin können wir nicht, zu den Teleportern können wir nicht, also gehen wir erstmal in die Sivko. Es sieht aus, als würde das Team Rocket die Sivko erpressen, um modernste Technologie von ihnen zu erhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kind habe ich das auch so gesehen. Weil da waren die Guten in dem Haus und da waren die Bösen in dem Haus. Und, aber eigentlich, wenn man die Sivko spielt, wenn du mit den Leuten redest, sieht es verdammt danach aus, als hätten die Sivko und Team Rocket schon sehr lange zusammengearbeitet. Und der Sivko-Präsident wollte jetzt entweder aussteigen oder hat irgendwelche Forderungen an Giovanni gestellt, die Giovanni nicht erfüllen möchte. Die meisten Leute, die hier drinnen gefangen sind, sind hier sogar freiwillig hinter den Türen. 31 Anhänger des Team Rocket.
Der Satz ergibt auch keinen Sinn. Obwohl euch die Trainer nicht mehr bekämpfen, sobald ihr Giovanni besiegt habt, solltet ihr versuchen, zunächst alle zu bezwingen. Vor allem sind einige Mitarbeiter oder einige Ex-Mitarbeiter definitiv auf Seite von Team Rocket. Dieser eine Typ, der sagt, ich arbeite für Team Rocket, die Silvko zahlt zu wenig. Ah, hier steht sogar, der schnellste Weg nach oben ist zuerst die vierte Etage und den Türöffner einsammeln. Perfekt. Also kann ich sogar meinen üblichen Weg gehen und mir erst den Weg zum Heilen freischalten. Bevor ich dann alle Mitglieder des Team Rocket bekämpfe, weil der Guide das sagt. Ich glaube, dann machen wir heute auch nichts anderes als die Silvko. Zumindest kann ich so nicht vergiftet werden. So. Es ist so unglaublich praktisch, dass dieser Teleporter, auf den man eh treten muss, der Teleporter in das Stockwerk ist, wo die Heilungsfrau steht. Oh, verdammt. Ich wollte dich umgehen. Egal. Ich bin einer der vielberüchtigten Rocket-Brüder. Tri-tri-tri. Mal her, Plätzchen. Ich möchte ja nicht unbedingt was zu diesem Backsprite sagen, aber dieser Backsprite... Warum hat Mashok einen Fukuhila? Dann war das ja was Neues. Dickes Aichu.
Sollen wir nach Lavandia zurückgehen und Plätzchen in Fukuhila umbenennen? Es ist so gut, dass die KI so dumm ist. Ich weiß nicht. Es wäre, wenn ich am Ende wirklich daran denke, den Tausch Evos zu machen. Ja, sowieso nur für eine Folge, ob es sich lohnt. Aber es wäre witzig. Von Plätzchen zu Fukuhila zu was auch immer der passende Name für Mashomai wäre. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Die Silphco mache ich jetzt nach meinem eigenen System. Ich meine, ich laufe hier drüber zurück und gehe dann Stockwerk für Stockwerk. Das ist eigentlich auch nicht so viel System. Ich meine, wir können das machen. Oh. Ja, stimmt. Damals war ja noch Aussetzer Random. Ich meine, es ist jetzt natürlich lang und langweilig, die Silphco zu machen. Mit allen Trainern. Ja, aber zumindest haben dann die anderen Viecher im Team Chancen, ein bisschen Level zu machen. Und nicht nur Kadabra. Okay. Komm, ich nehme mal alles mit, was auf dem... Da, genau, den Typ meine ich. Ich arbeite für das Team Rocket, die Silphco zahlt so wenig. Mit seinem gekochten Ei. Ja, natürlich. Ich meine, es ist ein Elektroball und das ist die erste Generation. Ja. Ich meine, gut, irgendjemand muss sie reingelassen haben. Aber ich finde, sehr viele von den Wissenschaftlern, das sind alles Überläufer. Ich glaube, dass sich ein Wissenschaftler dabei, der nicht irgendwie shady ist. Was sagt er eigentlich hinterher? Mist, das Team Rocket hätte mich für meine Hilfe die Pokémon studieren lassen.
Okay. Ich arbeite für die Silfco. Was soll ich bloß machen? Ich muss sagen, es ist ja schon eine geile Firma, so viele Betten, wie sie überall stehen haben. Endlich auf uns zu nerven. Was machen sie? Schlafen sie die meiste Zeit? Ich meine... Produktivität ist in Japan ein bisschen anders definiert als hier. Das ist albern. Oh, am Traumradar. Ja. Das ist eine witzige Theorie. Insbesondere mit der Munna, mit dem Mädel vor dem Felstunnel. Hinter dem Felstunnel? Am Felstunnel. Ich gebe auf. Das ist auch besser für dich. Wir gehen jetzt eben nach Lavandia und benennen Mascholo, Maschok. Traumradar ist schöner, aber dass sie sich alle überarbeiten, ist wahrscheinlicher. Und es ist gar nicht das Geld, das Giovanni bietet, das sind geregelte Arbeitszeiten. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Von welchem Pokémon soll ich den Spitznamen beurteilen? Der Spitzname ist Plätzchen, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir doch immer? Oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja. Ich möchte ja. Gut, wie soll der neue Name lauten? Fukuhila. Okay, der neue Name dieses Pokémon ist Fukuhila. Ein noch schönerer Name als zuvor. Ja, bitte. Ich möchte übrigens sagen, dass es sehr schön ist, dass sie im ersten Abschnitt über die Silfco sagen, ich soll alle Rockets besiegen und mir im zweiten direkt den Weg nennen, wie ich am schnellsten zu Giovanni komme.
Hey, Kleiner, was machst du hier? Oh Gott, das wird so schön. Hier immer die versteckten Items mit draufgeschrieben hab. Immer wieder schön. Ich habe das Gefühl, als hätte ich früher nichts Besseres zu tun gehabt, als den Spieleberater zu berichtigen. Ich bin ein Versager. Genau, Umi. Jo würde dir absolut recht geben. Ah, Fukuhila. Fukuhila hat das niedrigste Level. Fukuhila ist auch wahrscheinlich das Pokémon, was man hier drin am wenigsten gebrauchen kann. Ich habe ihn teilweise auch berichtigt. Vielleicht nicht so viel wie ergänzt. Hau ab, du hast keinen Zutritt. Natürlich, mit Fußkick haust du daneben und mit Steinhagel nicht. Wow. Schade. Aber ich bin begeistert von deiner Verteidigung. Ein Dragosso so. Oh mein Gott, er ist der Rocket, der das Knogger getötet hat. Shylock, das ist der Böse. Bambis Mutter getötet.
Das ist hart. Verloren. Die diamantförmigen Felder sind Teleporter. Eine Art Hightech-Transportationssystem. Wir lassen es aber Explosion nicht geben. Ich hatte einen Moment damit oder daran überlegt, Hilfe, ich bin ein Mitarbeiter des Silfco. Ob ich es Flamara beibringen soll, aber ich glaube nicht. Ich würde gerne noch ein Brötchen essen. Wo ich wach bin, bin ich ein kleines bisschen hungrig. Ich glaube, alles kann Finale erlernen. Außer Ditto und Kappador. Dass Diktri ein 4 Level niedrigeres Mogmog noch nicht klein kriegt, macht mir ein bisschen Sorgen. Aber warte, ich kann doch noch mal nachgucken. Nein, ich meine, das ist so eine Attacke, die in der ersten Generation noch sehr, sehr weit verbreitet war. Wo ist Finale? Da ist Finale. Nee, die Evolutions können es tatsächlich nicht lernen. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Du hast mich angegriffen. Ich bin ein Spion und infiltriere die Silfco. Also er ist derjenige, der Team Rocket reingelassen hat. Er hat nur die Seiten gewechselt, hinterher. Warum macht das kein Geräusch beim Heilen? Das ist irritierend. Gut, gehen wir in die dritte Etage. Es ist schön, wie ich eine Karte dabei habe, die aber überhaupt nicht benutze. Auf der Etage sind auch 3 Trainer. Eindringlinge gesichtet! Woher weißt du, dass ich ein Eindringling bin und nicht ein Mitarbeiter, der auf Toilette war, als ihr hier reinkamt? So kann man nicht mehr vergiftet werden. Und warum kann ein 10-Jähriger nicht
Mitglied der Silfco werden. Ich kann mit 10 Jahren das politische Oberhaupt von Johto und Kanto sein. Wer oder was bist du? Ich muss den Boss im 10. Stock warnen. Das Team Rocket hat die Kontrolle über Silfco übernommen. Halt, da will ich hin. Okay. Das war der. Ah! Auf diesen Moment hat der Boss sehr lange gewartet. Meine Pokémon erwarten dich. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Forscher setzt etwas ein, das sich gleich in die Luft sprengen wird. Deswegen tausche ich einfach aus. Nein, ich glaube schon, dass ich die politische Macht habe, wenn ich Champ bin. Ich habe mich ja bewiesen. Du schwächliches Pokémon. Mist. Du bist doof. Die Türen sind elektronisch verriegelt. Ohne Türöffner kommt man nicht durch. Das sagt er mir hinter einer Tür, für die ich den Türöffner brauche. Ein Toppelleber. Ein unnötiges Fluchtseil. Und ein Hyperheiler. Es ist so schade, dass sie Kanto so oft reworked haben, aber eigentlich nie auf das Kanto Worldbuilding eingegangen sind. Ich hätte bei meiner Tante noch so einen blöden Nachttisch mitnehmen sollen.
Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Anne. Die sind auch drei. Nee, hier sind vier. Hier ist dieser komische Juggler. Die Frage ist halt auch, bin ich mit 10 in der Pokémon-Welt wirklich minderjährig? Ja. Ich meine, ich bin mir sicher, dass dieser Interpretationsspielraum schon dazu beigetragen hat, dass Pokémon beliebt geworden ist. Aber jetzt, nach all den Jahren... Vor allem auch was von dem, was der Anime behauptet... ist tatsächlich im Spiel auch so, was nicht. Ich glaube es eher nicht. Ich kann in dem Moment, wo ich 10 bin und ein Pokémon habe, eigentlich alles tun, was ich möchte. Ich habe keine Restriktionen mehr. Also würde ich sagen, ich bin volljährig. Was? Wer hat denn das Kind hier reingelassen? Wie gesagt, ich kann Champ sein. Ich kann Arenaleiter sein. Ich kann ganz offensichtlich bei Team Rocket mitarbeiten. Andere Berufe wird nicht eingegangen, aber andere Berufe gab es ja in der ersten Generation irgendwie auch noch nicht. Ja. Aber ist es bei den Trial Captains das Alter oder ist es der Segen von dem Tapu, der das ausmacht? Ich habe dich sehr lange vorne stehen gelassen, Raichu, sehe ich gerade. Egal. Ihr könnt nicht zu hohe Level erreichen. Das ist ein weiter Weg zum Boss. Du bist hier erst im 4. Stock. Der Weg ist nur weit, weil ich jeden von euch Deppen bekämpfen soll. Wir entwickeln in diesen Labors neue Pokébälle. Ach so, ja, stimmt, genau. Da fällt mir gerade ein, wie ist das... Also ich meine, in Alola wird das komplette Kampf... Oder das... Ich sage mal, das politische System. Ich glaube ja immer noch, dass Liga, Arena-Leiter etc. ein politisches System bilden. Das wird da erklärt. In den klassischen Settings mit Liga und Top 4 kann man sich auch ungefähr herleiten, wie das wohl funktioniert. Aus den paar Hints, die man so hat. Wie ist das in Gala? Wie wird man... Also, in Gala letzten Endes Arena-Leiter. Ich weiß, wie terminiert wird. Welche Arenen für die Challenge wichtig sind. Was die erste und was die zweite Liga ist. Das erklären sie, aber nicht, wie man in erster Linie Arena-Leiter... wird, so abgesehen von der Sache, dass Opal
sich ihren Nachfolger halt aussucht. Aber kann jeder einfach so irgendwo eine Arena gründen. Und nimmt dann am Arena Cup teil und wenn er gut genug ist. Ja, aber trotzdem muss da doch eine Regel dahinter sein, wer eine Arena gründen darf und wer nicht. Ich meine, das ist... Obwohl der Champion trotzdem politische Macht hat. Bei dir habe ich gesagt, das macht mir ein bisschen zu schaffen, dass du nicht so... System 9 Klingensturm. Unsere neueste Entwicklung ist ein Ball, der alles fängt. Er hat alles gesagt. Kann ich den Meisterball auf einen Menschen werfen? Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, musst du dich einkaufen? Ist das wirklich das? Das Ding ist, dass man sie ja nur sieht mit ihrem Ich möchte Arena-Leiter werden, also gehe ich in das Dojo. Und das nächste Mal, wenn man sie sieht, ist, ja, ich habe jetzt meine Arena und muss jetzt in der Liga kämpfen, damit die Arena aufgestuft wird. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Hey, wir sind auf der Hälfte. Auch nochmal mit drei Trainern. Ich meine, daraus kann man sich überlegen, ob du, wenn du eine neue Arena gründest, nicht vielleicht zumindest die Anerkennung von dem Dojo brauchst. Dass das quasi, ich weiß nicht, die unabhängige Bewertungskommission ist oder sowas. Aber eigentlich, wenn man so überlegt, rein vom Worldbuilding her ist tatsächlich Sonne und Mond so die beste Generation. Sie haben einen unglaublich schlechten Job da drinne gemacht, die Sache zu erzählen. Aber das ist definitiv das, wo in die Story und ins Worldbuilding die meiste Arbeit eingeflossen ist. Du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen. In Gala haben sie dann den Punkt hingekriegt, wie sie die Erzählung vernünftig machen. Aber da steckt... Also zumindest erzählen sie dir weniger von dem Worldbuilding, was sie gemacht haben. Ja, das Dojo ist zumindest für die nähere Vergangenheit. Nicht unbedingt als Dojo, aber als Mustard. Und die Frage ist, als Mustard-Champ war, ob das da auch so war wie jetzt? Oder ob zu dem Zeitpunkt
ich weiß nicht, von dieser Sportveranstaltung quasi mehr politischer Einfluss ausgegangen ist. Weil das muss ja vor der Rose Corporation gewesen sein, wie sie auch immer sie heißt. Den Namen vergessen. Sie heißt nicht Rose Corporation. Du elender Verräter! Wenn du ehrlich und rechtschaffen bist, bekämpfst du das Böse! Das ist auch so ein Satz. Zusammen mit dieser Theorie, dass Giovanni eigentlich nur Mewtwo wieder einfangen will, weil ihm aufgefallen ist, dass er Blödsinn macht. Und dann dieser Satz von diesem Rocket. Danke. Makrokosmos. Ich kann keine weiteren Items tragen. Oh nein, wieso habe ich denn schon wieder so viele? Ich möchte meinem Kadabra nicht Psychokinese beibringen, das brauche ich nicht. Ich brauche kein Fluchtseil. Ich brauche auch keinen Aufwecker. Ah, Bodycheck. Was war die bessere Attacke? Bodycheck oder? Risiko-Tackle ist die stärkere Attacke von beiden, ne? Egal, komm hier. Flamara, du kannst Bodycheck lernen. Hast du noch eine Attacke mehr? Hey, ein KP Plus, das kann man auch gleich benutzen. Hey, nein, nicht. Das da. Das kann man wegwerfen. Ich werde nicht mit One-Hit-KO-Moves schießen. Das steht nicht in der Anleitung. Dieser verdammte Präsident! Warum will er ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Und das macht mich immer noch fertig, dass Tixi eine Stadt ist, die existiert. Ich möchte sagen, es ist echt witzig. Man sitzt nachts um 22:30 in einem Stream und diskutiert die Politik der Pokémon-Welt. Dinge, auf die man nie Antworten kriegen wird. Irgendwann werde ich meinen Russisch mal aufmöbeln und mir Tixi angucken. Ja. Ich meine, man kann einige Dinge interpretieren aus dem, was da ist und so. Aber bei ein paar Sachen wäre es schon schön, wenn sie ein bisschen klarer werden würden. Insbesondere halt in den neuen Sachen. Warum haben sie das bei Sonne und Mond hingekriegt und bei Galar so auf der Seite liegen lassen? Ich verstehe ja noch, dass sie das in den ersten beiden Generationen nicht gemacht haben und dann auch in den Remakes nicht weiter darauf eingegangen sind. Man sieht echt, wie viele Gift-Pokémon es in der Story von Rot und Blau gibt, dass Psycho und Boden einfach so weit vorgelevelt sind schon. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Hier sind vier Trainer. Oh, vielleicht ist das auch der, der Bambis Mutter getötet hat.
meine, immerhin ist das einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Brüder. Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Oh mein Gott, der hat zwei Tragossos. Aber ich... Stimmt. Einer hatte zwei Tragossos. Nein, wette ich nicht. Bambi ist kein passender Name für ein Tragosso. Tut mir leid, Brüder. Warte nur, meine Brüder werden mich rächen. Zwei davon habe ich schon platt gemacht. Rot findet TM3. Bisschen unseren Beutel schlank halten müssen. Ah, Schwertanz. Ich glaube, keines meiner Pokémon kann Schwertanz lernen. Das ist sehr schade. Ein Kind im Gebäude, das musst du sein. Sandan ist so niedlich. Also in der ersten Generation, speziell in diesem Sprite. Mit diesen Spore-Knopfaugen. Natürlich, nach einem Sandwirbel. Wie sich das gehört, ne, Sherlock? Hallo. Hallo. Ach, übrigens hatte ich dir erzählt, dass ich in dem Zoo, durch den ich die kleine Tour gemacht habe, dann die Gaviale und die Otter getauscht habe. Sherlock! Dann stirb halt. Immer ist, wenn sie merken, dass man es ernst meint. Ein bisschen. Du bist ganz schön mutig. Ich bin im Moment an einem Affenhaus und habe zumindest das Schimpansengehege schon fertig. Ich habe das Affenhaus allerdings viel zu groß geplant. Es ist mir aufgefallen, nachdem ich das Schimpansengehege fertig hatte. Genau, und meine Lemureninsel. Meine gigantisch riesengroße Lemureninsel. Zumindest nicht genug, die man in ein Affenhaus stecken würde. Und halt das Gehege. Ich hatte das so geplant, dass ich in der Mitte ein Mandrillgehege habe. Und außenrum halt Schimpansen, Gorillas, Bonobos und Orang-Utans. Und dieses Mandrillgehege ist jetzt, glaube ich, dreimal so groß wie das Schimpansengehege, weil ich da Blödsinn gemacht habe. Ich denke, ich werde das einfach, also jetzt von dem Schimpansengehege aus weiterbauen. Und dann gucken, was man mit dem übrig gebliebenen Platz macht. Dann schließt das Affenhaus halt nicht direkt an die Lemuren an, aber sonst.
Ich mache überall die Türen auf, damit die Rockets die Mitarbeiter angreifen können oder so. Ach, bin ich ein guter Mensch. Ich meine, außer dem, was ich halt für das Affenhaus geplant habe, habe ich nur noch Japan-Makaken. Haha, du dachtest wohl. Ich arbeite für die Silfco. Und Japan-Makaken müssen nicht unbedingt in einem Innengehege untergebracht werden auf der Karte. Die mögen Schnee. Ja, die sitzen zum Teil auch viel zu eng beisammen hier. Wieso setzt dieses Elektroball nicht Finale ein? Was macht Calcium? Ist Calcium Init? Calcium ist Init und Carbon ist speziell, oder? Ich bringe die zwei immer durcheinander. Andersrum. Wie gesagt, ich bringe die zwei immer durcheinander. Dann legt da jetzt ein Vitamin für Kadabra. Ich meine, eigentlich ist das egal, es ist beides für Kadabra. Ich möchte jetzt erstmal wieder heilen. Auf. Gib bloß nicht auf. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Silfco eigentlich geht, obwohl man alle Trainer macht. Das passiert mir jedes Mal, dass ich mir denke, boah, da alle Trainer zu machen, das dauert so ewig lang und eigentlich dauert das gar nicht so lang. Endstation, bis hierher und nicht weiter. Quatsch, warum benutze ich den Karateschlag? Das ist noch nicht Kampf in dieser Generation. Oh, warte, du hast hier Steinhagel, du kannst hier gegen Zubat antreten eigentlich. Aber weißt du, dass ich unglaublich gespannt bin auf den Gelbspieleberater? Ich habe keine Ahnung, ob er diese Woche noch kommt oder erst nächstes Jahr, aber ich bin unglaublich gespannt. Ich meine, ich bin ja auch massiv am Überlegen, ob ich nicht die anderen, die späteren, auch noch kaufe. Einfach nur weil. Fokuhila, dann stirb halt. Außerdem für Gold und Silber, weil das sehe ich nicht ein.
Wie gesagt, den habe ich günstig bekommen. Das war jetzt nicht. Und der muss ja auch irgendwann die Tage kommen. Wo bin ich? Ich bin auf Ebene 7. Das sind auch 3 Gegner. 3 Gegner und keine Items. Ich bin einer der 4 berüchtigten Rocket-Brüder. Hey, du bist der Letzte. Wie war eigentlich das Wetter im Norden heute so? Ich lasse halt schon da, wo es ist. Regen. Bei uns war es sehr kalt und es hat geschneit. Also in den Höhen hat es geschneit. Hier war mehr Schneeregen. Und halt windig. Es war sehr windig. Hallo, anderer Forscher. Du bereitest uns nichts als Ärger. So, im nächsten Stockwerk ist dann nur noch ein Trainer übrig. Wobei es ja im Norden sowieso seltener schneit. Ich hab Seeklima. Wir hatten gestern eine fröhliche Baukunst über Ägypter. Also eine Diskussion über Baukunst der Ägypter. Wieso vergesse ich die Hälfte der Worte? Aber bin ich nicht gut? Die Silfko schaffen wir und dann ist spät. Aber gut, die Silfko ist auch so der längste zusammenhängende Teil des Spiels. Gib dich aus. Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Über Fernsehsendungen, glaube ich. Das kriege ich gar nicht mehr so ganz zusammen. Aber ich glaube, wir hatten uns über Dokumentationen unterhalten.
Und dann über die Ägypten-Sendung, die sich meine Mutter so gerne anguckt. Und dann sind wir irgendwie da drauf gekommen. Und meine Mutter und meine Tante ja sich beide sehr dafür interessieren. Das kann Flamara Glut nicht, dass ich glaube, dass man irgendwas damit anfangen kann. Lass mal sehen. Vielleicht um einen Smogon zu besiegen, kann man es benutzen. Ja, natürlich. Wie gut, dass wir eh auf der Ebene zum Heilen sind. Hey, und dann haben wir noch drei Rockets und diesen dummen Kampf gegen den Rivalen. Kampf gegen Giovanni ist lächerlich, aber der Rivale. Und ich möchte mich geistig darauf einstellen, dass er einen Turtok hat, aber er hat einen Bisaflor. Ich habe einen Turtok. Genug von deinen dummen Spielchen. Ich hasse Smog, habe ich das mal erwähnt. Also Vergiftungsrate ist so albern hoch in der ersten Generation. Meine Reserven sind erschöpft. Freut es dich, mich besiegt zu haben? Mann, hau endlich ab! Sind alle so schlecht gelaunt. Die Levelverteilung im Team spiegelt genau das wieder, was ich erwartet habe. Da sind Viecher im Team, bei denen ich mich frage, warum? Willkommen im 9. Stock. Es ist nett, dass du mal vorbeischaust. Mhm. So kann man das sagen. Gen 1 hat einen bei vielen Sachen nachhaltig verstört. Smog ist nur eine davon. Dass Sachen, die High Critical Hit Ratio haben, eigentlich praktisch immer kritten. Obwohl, eigentlich war das bei mir eher umgekehrt. Ich habe in der ersten Generation dadurch unglaublich gerne Rasierblatt eingesetzt, trotz der niedrigeren Genauigkeit, und unglaublich gerne Sternschauer. Und das hat mich so gestört, dass es später nicht mehr so war. Ich bin geschockt. Rot findet Carbon. Hm.
Wer möchte schneller werden? Leg Dreh. Rot findet Sonderbonbon. Und Erdbeben. Erdbeben für Maschok. Nicht für Dickdreh. Dickdreh lernt es per Level ab. Ja, ich möchte, dass du eine Attacke für Erdbeben vergisst, und zwar Karateschlag. Kannst dann später Fußkick für Stärke vergessen. Keine Step-Attacke auf Machomai, weil Kampfattacken scheiße sind. In der Generation. So, letzter unbedeutender kleiner Trainer. Stopp, hast du einen Termin beim Boss? Nur wenn ich durch Wände laufen kann. Ja, das aber auch nur von zwei Kampf-Pokémon gelernt wird. Und ansonsten nur von Pokémon, die nicht Kampf sind. Gen 1 war seltsam. Ich meine allein die Sache, dass Windstoß nicht Flug und Karateschlag nicht Kampf ist. Lernt Menki nicht auch Doppelkick? Ich weiß allerdings nicht, ob schon in den Hauptreihendingern. Nein, du hast recht, dann ist es sogar nur der eine. Und Kikli braucht nicht mal zwingend Doppelkick durch die falsche Berechnung von Fallschaden bei den Jumpkick und High Jumpkick. Stimmt, das hat immer Fußkick. So, bauen wir das Team schon mal so auf, dass wir unseren Rivalen platt machen können. Und es stimmt gar nicht, wir haben ja noch einen unbedeutenden Typen. Giovanni hat hier noch seinen Türwächter. Archer. Ich behaupte, das ist Archer. Was hat dich aufgehalten, Rot? Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Saphonia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ich frage mich immer, warum stehst du da in direkter Linie zu Giovanni? Alle Rockets sind noch in Topform. Offensichtlich stört sich niemand daran, dass du da bist. Was hast du im Turm gemacht? Hast du dich Team Rocket angeschlossen?
Gary beobachtet euch nun schon seit geraumer Zeit. Nein, für Garados tauschen wir auch nicht unbedingt. Oh mein Gott, das Spiel wird noch viel bösartiger. Ja, also der Spieleberater. Der Spieleberater sagt, wenn wir mit Safronia fertig sind, gehen wir über Route 12, 13, 14 und 15 nach Fuxania. Nicht wie normale Menschen über den Radweg. Ja. Ich meine, dass wir nicht sauber spielt, ist ja sowieso. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, er ist Mitglied von Team Rocket. Ich meine, er übernimmt auch Giovanni's Arena. Aber dann ist man auch bei dieser Sache mit drin, was hat Professor Eich mit all dem zu tun? Was weiß Professor Eich von Mewtwo? Wow! Gut gemacht, Digdre! Ich muss sagen, ich mag auch diesen Sprite von Bisaflor sehr gerne. So. Lapras holen wir jetzt genauso wenig wie eins von den Kampf-Pokémon. Ich hätte voll Bock auf Erdnussbutter. Du bist so gut, dass du gegen den Rocket-Boss antreten kannst. Also Rot, ich ziehe da mal weiter. Wenn ich in dem Pokédex sehe, kenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Rot, und trainiere schön weiter. Ciao. Im Gegensatz zu dem grünen Sprite. So, noch ein Rocket. Und Giovanni. Und morgen dann Sabrina und der lange Weg nach Fuxania City. Wobei das ja nicht mal der längste Weg ist. Ey! Den sie von einem gespielt haben wollen. Ich meine, ganz ehrlich, durch die Seeschauminseln. Halt, keinen Schritt weiter. Das ist ein schlechtes Matchup. Ja. Macht es aber nicht besser. Es kommen auch keine nostalgischen Gefühle auf dabei oder so.
Das einzige Gefühl ist das Gefühl der Zeitverschwendung. Dieser Angriff ist schon geil. Es ist so schade, dass das alles ist, was für Flamara spricht. Bitte, verschone mich. Du willst also zum Boss? Ja, Jammerlappen. Und du wirst mich nicht mehr aufhalten. Ich hoffe nur, dass sie nicht sagen, dass ich jeden Trainer auf der Route besiegen soll. Rot. So trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst deine Welt voller Schmerzen kennen. Ich meine, was ich an dieser Sache, dass sie einen über Route 12 bis 15 lotsen, auch dumm finde, ist, du bekommst Fliegen erst nach der Safari-Zone. Also nach Fuxania City. Du bekommst auch die Safari-Zone erst nach Koga. Was auch kein normaler Mensch macht, weil Surfer gegen Koga ist nützlich. Mitunter. Ich meine, ich habe Simsala. Und Diktri. Aber wenn ich keine Pokémon habe, die sehr effektive Moves haben, ist ein starkes Wasser-Pokémon mit Surfer gegen Koga sehr nützlich. Fukuhila darf sich mal nützlich machen. Das hatte nicht ganz gereicht. Ja, Nidoqueen macht Kadabra. Aber das Team ist jetzt ganz gut beisammen. Ich habe keine Ahnung, ob wir Sabrina so gut schaffen. Aber das ist mehr eine Levelfrage. Na, wieder verloren. Verdammter Mist, du hast unsere Übernahme der Sylph Co. vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Rot, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Rot schaltet den PC ein. Ich danke dir für die Rettung des Sylph Co. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Rot erhält einen Meisterball. Das ist auch so eine Sache. Ich bin reich. Ich könnte dir alles geben, aber...
Oh, guck mal, hier ist ein Prototyp, von dem wir doch gar nicht wissen, wie gut er funktioniert. Nimm das. Was? Ja, dem PC geht es auch, aber ich glaube nur in der ersten Generation, nicht mehr in Feuerrot und Blattgrün. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Das Spiel sagt mir nicht, wofür ich ihn benutzen soll. Aber okay, warum laufe ich denn? Hier kann ich Schaufel einsetzen, oder? Gleich das Team ein bisschen anpassen, so. Mir fällt gerade eigentlich den PC benutzen können, Entschuldigung, um meine Items abzulegen, die ich nicht mehr brauche. Machen wir das nämlich eben noch. Nein, nicht Bills PC. Mein PC. Weil den Lüftöffner brauche ich nicht mehr. TM29 brauche ich nicht. Elixier lege ich lieber mal ab. Das Sylph-Scope brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Türöffner brauche ich nicht. Toppel-Lippe legen wir auch lieber ab. Und den Meisterball legen wir auch ab. Perfekt. Okay, das waren deine anderthalb Stunden. Wir haben die Sylph-Co gemeistert. Morgen machen wir dann den Rest von Safronia City und gucken, wie viel von Fuxania wir schaffen. Oh, dann sind wir ja schon im Endgame. Ach. Ja. Ich wünsche dir dann eine gute Nacht und sag Bescheid, wenn du morgen kannst.